Sie haben nach den bisherigen Spielen immer der Mannschaft ein großes Kompliment gemacht. Gilt das auch für heute, obwohl diese Mannschaft ganz... Hundertprozentig. Die Mannschaft hat super gekämpft. Wir haben gutes Eishockey gespielt. Wir haben uns Torchancen rausgespielt. Der gegnerische Torwart darf gut spielen und das ist Eishockey. Insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung und gut genug, um zu gewinnen. Aber wie gesagt, da können wir uns nichts verkaufen und jetzt geht es nach Ingolstadt und dann werden wir versuchen, dort ein Spiel zu gewinnen. Ist das immer ein bisschen Frust dabei, nachdem man dieses Spiel beherrscht hat im ersten Drittel und dann aus der Hand gibt? Keiner verliert, niemand verliert gerne und jetzt im Moment bestimmt nicht. Also von daher ist Frust ist nicht das richtige Wort. Ich glaube, die Mannschaft arbeitet und wir arbeiten uns von Spiel zu Spiel. Das haben wir bis jetzt auch so gemacht. Ich glaube, wir haben heute besser gespielt als in den letzten zwei Spielen und wir werden dieses Spiel benutzen, um uns in Ingolstadt nochmal zu steigern. Jetzt hat der Vorteil zum ersten Mal gewechselt in dieser Serie. Ändert das die Ausgangssituation außer der Tatsache, dass Ingolstadt die Serie jetzt zumachen kann? Ja, aber Ingolstadt hat auch den Druck, weil wenn Ingolstadt das nächste Spiel nicht gewinnt, wird es ganz schwer hier in Spiel 7. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Aber so in Führung gehen war jetzt nicht so ihr. Sie sind immer die Comeback-Mannschaft. Nein, Köln hat sehr gut angefangen heute. Ich glaube, erste Drittel 15-4 in Schüsseverhältnis und in Führung mit 2-0. Das war viel besser als der Drittel für uns. Aber wir finden einen Weg zurückkommen. Da haben wir ganze Playoffs gefunden und finden wir auch heute. Wir kämpfen weiter. Weil gesagt, schießen wir ein Tor in jedem Drittel, dann sind wir wieder da. Und da waren wir. Timo macht einen Key Save da, 3-1. Da war ein richtiger, also ein unglaubliches Save macht ihn. Und Overtime, wir haben vielleicht nicht so viele Chancen, aber ein reicht und haben wir Tore gemacht. Danke von meiner Seite. Macht das Ganze nochmal spezieller, wenn man ein Spiel in Overtime entscheidet, in dem man zurückgekommen ist, nachdem man auch in der ganzen Serie nochmal zurückgekommen ist? Ja, also das Eishockeyspiel, gewinnen in Overtime im Playoff ist, glaube ich, das beste Gefühl, das können haben. Ist ein unglaubliches Gefühl. Also, so, man kämpft jedes Jahr und kommt im Playoff in Overtime-Situations. Das ist schon das ist ein gutes Erlebnis heute. Was ist jetzt für ein Gefühl, mit der Führung in der Serie nach Ingolstadt zu fahren, mit der Möglichkeit, diese Serie auch dort zu beschließen? Ja, ein super Gefühl. Ich meine, wir waren 2-0 hinten und jetzt haben wir die Serie umgedreht. Wir sind 3-2, wir fahren zu Hause. Wir wollen Meisterschaftsgewinner zu Hause. Wir weiter sind heiße Köln, aber wir waren auch gut vorbereitet für das. Brauchen Sie auch den Druck? Weil viele sprechen jetzt davon, dass Ingolstadt jetzt in dieser Serie den Druck hat, dieses Spiel gewinnen zu müssen. Aber Ihre Mannschaft kommt ja mit Druck in dieser Saison sehr gut klar. Ja, wir haben kein Problem mit das. Wir hatten vorher gegen Hamburg auch eine Serie und wir haben verloren da oben und wollen zu Hause gewinnen, aber auch gemacht. Wie gesagt, ich führe lieber 3-2, dann 3-2 hinter uns zu Hause fahren und Druck habe ich kein Problem mit. Vielen Dank. Danke. Ja, wie gesagt, es ist immer, wir versuchen uns da immer den Arsch aufzureißen und erarbeiten uns Chancen. Klar ist man dann am Ende ein bisschen traurig, wenn es nicht immer reingeht, aber wie gesagt, wir haben, denke ich, heute trotzdem ein gutes Spiel gezeigt und wir werden da mit breiter Brust nach Ingolstadt fahren. Wir haben da schon mal gewonnen, wir wissen, wie stark wir sind, was für Potenzial da in der Kabine sitzt und wir werden auch keineswegs uns aufgeben. Von dieser Geduld und von dieser Souveränität, die in den ersten beiden Spielen da war, wie viel war da heute wieder da? Ja, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall schon wieder besser waren, aber unsere Defensive hat uns immer ausgezeichnet und wir haben heute wieder 4 Gegentore zu Hause bekommen und das ist natürlich ein bisschen zu viel und wie gesagt, wir müssen mit unserer starken Defensive, darüber müssen wir uns bewusst sein und darüber kommen und dann wir würden wahrscheinlich die 3 Tore, die wir heute in der regulären Zeit geschossen haben, natürlich auch helfen. So eine Niederlage in Overtime ist natürlich immer doppelt bitter. Versuch uns mal zu beschreiben, wie das gerade psychisch einen Knacks gegeben hat oder gar nicht. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, bin angepisst, bin sauer. Morgen ist ein neuer Tag. Die Situation ist, würde ich sagen, nicht viel anders wie vor dem Spiel, weil wir hätten 2 Spiele gewinnen müssen aus den 3 Spielen. Jetzt haben wir halt nur noch 2 Spiele und ich finde, da hat sich nicht viel geändert. Und wenn ich weiß oder wenn ich sehe, wer alles bei uns in der Kabine sitzt, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass man 2 Spiele hintereinander gewinnt. Das ist das erste Mal in Spiel 6, dass Ingolstadt dann in der Favoritenrolle ist. Die haben sich ja bislang in der Außenseiterrolle auch sehr wohl gefühlt. Jetzt liegen sie vorne, jetzt ist der Druck vielleicht bei denen. Könnte das ein Faktor sein? Ja, natürlich. Ich meine, wir waren jetzt immer der Favorit. Der Druck war immer auf unserer Seite. Und jetzt spielen sie zu Hause, wollen natürlich den Sack zumachen. Und die wollen sicherlich nicht nochmal nach Köln kommen. Und von daher, klar, ist das bei denen der Druck. Aber wie gesagt, wir sind uns auch bewusst, dass wenn wir das vergeigen sollten, dass dann die Saison vorbei ist. Und ich glaube, das will keiner.